So Leute, hier ist er wieder, euer Küchenchaot. Heute machen wir mal Sauerkraut. Ich weiß, es gibt ja unheimlich viele Rezepte, wie man Sauerkraut machen kann. Und ja, ich mache meins ein bisschen anders wie andere. Und warum mache ich Sauerkraut? Ganz einfach. Ich habe mir vor kurzem, wollte ich mir Sauerkraut kaufen. Überall gibt es nur das milde Sauerkraut. Warum mild? Ja, ganz einfach, weil es nicht ausgegoren ist und pasteurisiert ist. Somit sind natürlich auch alle Nährstoffe, Vitamine und alles mögliche andere weg. Ich werde mein Sauerkraut mehrere Wochen stehen lassen, so dass es also komplett bis zum Schluss vergoren ist. Und somit einen richtig schönen und kräftigen Geschmack hat. Wie ich das jetzt mache, werde ich euch zeigen. So, was brauchen wir dazu? Ich habe hier zwei Einkochgläser, eins mit 2 und eins mit 1,5 Liter. Das müsste eigentlich genügen. Dann habe ich drei Kohlköpfe mit insgesamt 4 Kilo. Dann habe ich ein Ursalz, natürlich hier aus Deutschland, weil es muss nicht aus dem Himalaya kommen und rosa sein. Dann habe ich noch eine Flasche guten Weißwein, den ich von meinem Kollegen bekommen habe. Irgendwas zum Schnippeln, eine riesengroße Schüssel und einen Hobel. So, in der Zwischenzeit habe ich mich noch mit einem kleinen und einem großen Messer versorgt, damit man den Kohl auch klein kriegt. Zuerst nehmen wir mal die äußeren Blätter ab. Die brauchen wir nachher zum Schluss noch, weil dann die ganze soll ja auch richtig funktionieren und nicht schimmeln. Und da brauchen wir die Blätter dazu. Trennen wir unten mal ab und gucken, ob wir die so vom Kohlkopf möglichst unbeschädigt wegbekommen. Ja, funktioniert ja wunderbar. Ne, da muss das erst weg. So, wenn wir das gemacht haben, wird der Kohl, ja, ich würde mal so sagen, dass er im Hobel passt, in 4 Teile geteilt und gehobelt. Was ich jetzt noch nicht wegmachen werde, ist der Strunk, den ja immer so schön alle von vorne weg wegmachen, aber wenn ich den Strunk jetzt schon wegmache, habe ich nämlich ein Problem, dass mir der ganze Kohl auseinanderfällt. So wie bei der Zwiebel, auch wenn man hinten die Wurzel wegmacht. Also bleibt er dran. Dann halten die Blätter wunderbar zusammen. Und ich hoble jetzt einfach die einzelnen mit dem Strunk um den Strunk herum weg. Und ja, wie man hobelt, würde ich wohl nicht großartig zeigen müssen. Sollte halt möglichst so dünn als möglich sein, weil je dünner das Kraut gehobelt wird, umso schneller fermentiert es. Ich zeige es euch gerade mal. Ja, ich denke, man sieht es schön dünn. Ach, was ich vergessen habe, Salz brauchen wir natürlich auch noch. In der Regel sagt man so circa 20 Gramm pro Kilo Kohl. Ja, ich werde deutlich mehr nehmen, also das heißt 30 bis 35 Gramm. Weil ich es einfach mag, wenn das Sauerkraut etwas salziger ist
Ja, und wenn es dann am Schluss zu salzig wird, kann man es ja immer noch vor dem Kochen noch mal ein bisschen abspülen. Sollten meine Gläser nicht ausreichen für 4 Kilo, dann machen wir noch ein bisschen Krautsalat. Wenn das der Fall wäre, würde ich ein anderes Video davon machen. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, das Kraut ist jetzt erstmal geschnitten. Den dritten Kopf habe ich nicht mehr in die Schüssel gebracht. Das mache ich dann nachher noch einmal. Im Prinzip haben wir schon alle Zutaten drin. Das heißt Kraut und Salz. Wie gesagt, ich habe hier ein deutsches Steinsalz unraffiniert genommen, weil ich mag die Chemie im normalen Haushaltssalz nicht haben, weil da sind irgendwelche Stoffe drin, die das Salz rieselfähig halten und. Ist also auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, wer kann und will, kann jetzt noch das Kraut würzen. Ich mag immer ganz gerne Kümmel im Kraut. Ja, ob ich das jetzt erst beim Kochen rein tue oder jetzt schon, dann hat der Kümmel nämlich auch schön Zeit durchzuziehen. Ich mahle den jetzt nicht im Wasser, sondern wird nur so ganz leicht angequetscht, weil dann bringt er nämlich viel mehr Aroma. So, einmal Kümmel. Das Ganze auch noch einmal mit Wacholderbeeren. Auch da sollen ein paar rein. Und auch die werden leicht angedrückt. Jetzt kann man noch Lorbeer, Chili, was weiß ich, was alles reintun, da alles, was ihr mögt, Knoblauch und. Kann sie jeder machen, wie er will und was er mag. Also ein paar Lorbeer. Quatsch, Wacholderbeer. Jo, das ist so das, was ich möchte, eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, das Salz ist jetzt hier, vielleicht sieht man es ziemlich grob. Ich habe das jetzt schon ein bisschen stehen gehabt. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste für Weinsauerkraut, nämlich der Weißwein. Na, Wein, Sauerkraut heißt es. Jo, so eine halbe Flasche. So, jetzt kommt das Wichtigste. So würde das Kraut vielleicht was werden, aber eher nicht so. Das heißt, die Zellen müssen jetzt aufgebrochen werden. Das heißt, das ganze Kraut muss richtig durchgedrückt, durchgewalkt, zermatscht werden. Denn nur so kann es natürlich auch das Salz aufnehmen und natürlich auch viel, viel schneller und besser vergären. Das heißt fermentieren, sauer werden. Ach, mein Schatz, mir graut vor dir. Du hörst es bestimmt, wie das aufbricht. Ah, es wird auch deutlich weniger. Da könnte ich vielleicht dann
anderen Kopf doch noch näher. Ich gehe mal in die Gläser. Dann sehen wir. Also je besser, dass er das durchweibt und drückt und knetet, umso besser wird es. So, ich denke mal, da müsste man keine 10 Minuten zugucken. Das reicht. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt 10 Minuten lang das Kraut gewalkt. Mal testen. Das wäre jetzt schon noch ein bisschen Essig dran. Dann hätten wir jetzt schon einen perfekten Krautsalat. Bisschen Öl. So. Jetzt wird das Kraut in die Gläser gefüllt. Ganz wichtig, das muss jetzt richtig reingedrückt werden. Da hilft sowas, das ist der Stößel von meinem Fleischwolf. Und auch da hört ihr es vielleicht. Auch da bricht das Kraut nochmal die Struktur auf. So, drücken und noch einmal drücken, weil es darf keine Luft mehr in dem Kraut unten verbleiben, weil da wo Luft und Sauerstoff ist, fängt es an zu schimmeln. Und wenn das irgendwo in der Mitte wäre, würde man das noch nicht mal sehen, bis irgendwann mal das ganze Glas voll verschimmelt ist und dann kann man es wegwerfen. Man sieht vielleicht auch, wie sich hier schon jede Menge Flüssigkeit oben bildet und das ist auch gut so. Weil ein Fermentationsprozess erfolgt nur unter Ausschluss von Sauerstoff. Es ist also eine Milchsäuregärung. Und das geht nur ohne Sauerstoff. Weil so wie Sauerstoff dabei ist, kommen fremde Bakterien und was weiß ich was rein. Und wir haben dann eine schöne Schimmellandschaft, aber kein Sauerkraut mehr. So, viele fragen sich jetzt, habe ich ja am Anfang gesagt, es wird nichts pasteurisiert. Weil wenn ich überlege, mein Vater konnte ja kein 50 Liter Holzfass in den Ofen stellen. Sondern da hat sich das Kraut auch ein gutes Jahr gehalten, ohne zu pasteurisieren oder sonst was. Voraussetzung ist natürlich, dass das Kraut durchfermentiert und nicht nach ein paar Tagen schon abgebrochen wird, indem es in den Ofen kommt.
Und es kriegt vor allem den richtig vollen, sauren Krautgeschmack, den ich haben will. Und nicht irgend so, naja, sag ich mal nix, Industrieware halt, ne? So, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, der andere Kohlkopf passt dann auch noch ins andere Glas. So, nochmal feste drücken. Bisschen passt noch rein. So, ihr seht, denke ich mal, wie viel Feuchtigkeit da jetzt schon drin ist. Und wenn das Kraut jetzt anfängt zu fermentieren, steigen Kohlensäure auf, gibt mir die Blasen, schäumt ja auch schon ein bisschen, wie man vielleicht sehen kann. Und die kleinen Fitzelchen, die bösen, die würden jetzt auch mit an die Oberfläche kommen. Und wenn die da Luft erwischen, und das tun, würden sie tun, könnte es natürlich sein, dass die dann anfangen schimmeln. Früher im Holzfass ist man immer hergegangen, hat auf das Kraut ein sauberes Handtuch draufgelegt. Und jedes Mal, wenn man dann die Mutter Kraut geholt hat, hat sie eine kleine Schüssel oder Eimer mit ein bisschen Salzwasser und einen Lappen. Und dann wurde erstmal das Handtuch weggenommen, durch ein neues ersetzt und die Oberfläche vom Kraut abgewaschen. Ja, und wie gesagt, so hat sich das ein ganzes Jahr lang ohne Hitzeeinwirkung, ohne Pasteurisieren, ohne alles, hat sich das gehalten. So, jetzt fällt mir aber gerade noch was ein. Das Glas sollte natürlich auch den Gummiring haben. Weil, habe ich vergessen, ich habe die ganzen Gläser erst mal für 10 Minuten bei voller Hitze ausgekocht. Dann machen wir jetzt noch den Gummiring dran. Ich hoffe, das geht auf die Schnelle. Wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte es vorher gemacht. Ja, aber ihr seht, so macht es der Küchenchaot. Der kennt da nichts. Er bereitet auch nicht Großes vor. So, der Gummi wird drauf. So, und dass das alles nochmal runtergedrückt wird, nehme ich da so ein kleines Schälchen, legt es auf das Blatt drauf. Ich glaube, jetzt mache ich das da erstmal drüber, sonst habe ich die kleine, ganze Schweinerei auf dem Tisch. Ja. Und zu und gut. So, das war's dann auch schon. Jetzt bleibt es so circa, würde ich mal sagen, mindestens für 2 Wochen stehen.
Und dann kann man es auch schon essen, wenn man will. Ist natürlich noch nicht vollkommen fertig. Dazu braucht es schon 3-4 Wochen. Vielleicht sogar auch ein bisschen länger. Ja, was dann allerdings noch ganz, ganz wichtig ist, ihr solltet das Glas jeden Tag einmal zumindest öffnen, weil wie gesagt, es gärt ja. Die Gläser haben natürlich im Gegensatz zu einem Krauttopf, zum Gärtopf, natürlich keine Möglichkeit, dass das raus kann, der Druck. Weil wenn ihr das mal 2-3 Tage vergesst, dann habt ihr eine Sauerkraut-Wohnzimmer, schön verteiltes Kraut mit Glasscherben, weil dann fliegt euch das Glas nämlich um die Ohren. Also jeden Tag mal kurz aufmachen, den Druck entweichen lassen. Braucht natürlich, sollte da auch die Möglichkeit bestehen, dass da ein bisschen von der Flüssigkeit auch mit rauskommt. Deswegen stelle ich das jetzt gleich noch in die Fettpfanne von meinem kleinen Backofen, dass wenn mal ein bisschen Flüssigkeit rausdrückt, dass man nicht alles versaut. Den weiß ich jetzt noch nicht, mache ich jetzt aus dem letzten Kohlkopf Krautsalat, weil heute gibt es Gulasch, würde gut passen. Oder ich fülle, nachdem das jetzt eigentlich zwei Köpfe sind, der etwas kleiner ist, müsste eigentlich fast in das Glas passen. Das braucht er aber nicht mehr zuschauen, weil wird genauso gemacht. Also, ich wünsche euch was und würde mich natürlich darüber freuen, über einen Daumen hoch, über ein Abo natürlich, noch mehr. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare rein, zum Beispiel, was ihr gerne sehen wollt, was ich für euch kochen soll, ob ich für euch backen soll. Sagt mir einfach Bescheid, was ihr gerne sehen würdet. Ich grüße euch und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 20. Tschüss, euer Küchenchaot.